nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Der 23. Mai ist der Geburtstag des Grundgesetzes. Aus diesem Anlass rief die Initiative für ein friedliches und weltoffenes Schwerin eine Graffiti-Aktion ins Leben. Hunderte Schweriner stimmten online aus verschiedenen Entwürfen über ihren Favoriten ab. Die Skizze mit den meisten Stimmen wurde live auf dem Marktplatz von den Graffiti-Freunden Schwerin umgesetzt. Denn das Grundgesetz ist ein großes Geschenk, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. Und es ist natürlich auch ein Anspruch, an dem wir arbeiten müssen im Alltag. Denn es gibt viel zu viele Menschen, die sozial über Klassismus, über Rassismus oder über Zuwanderung ausgegrenzt werden. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir den Anspruch, den das Grundgesetz in sich birgt, diesen normativen Anspruch in unserer Gesellschaft erfüllen. Zu sehen ist das Wort Rechte. Den Schriftzug hat sich der Schweriner Hannes Wippig ausgedacht. 3 Stunden Arbeit stecken in der Skizze. Ich wollte halt auch meinen kleinen Teil beitragen für ein buntes Schwerin. Und wir leben ja nun mal alle auf einer Welt. Und deswegen habe ich mit meinem bunten Bild dazu beigetragen, dass wir einfach alle friedlich zusammenleben sollen. Begleitet wurde das Event mit Live-Musik. Mit dabei waren die Newcomer-Indie-Rock-Kombo Musikautomaten und der Trompeter Ulf Rust mit seinem Ensemble. Auch Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier hielt ein Grußwort anlässlich des Geburtstages des Grundgesetzes. Ein schöner Geburtstag heute, der 23. Mai, der 73. Geburtstag des Grundgesetzes. Daniel, du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, die verschiedenen Blickrichtungen auf das Grundgesetz und den Ansporn, auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu gucken. Das Kunstwerk wird an verschiedenen Orten in Schwerin gezeigt, unter anderem im Stadthaus, im Campus am Turm und weiteren öffentlichen Räumen der Landeshauptstadt.